Hallo zusammen, hier ist wieder Irene mit einem neuen Video. Es geht nochmal um einen Schreibeditor für WordPress und dieser hier heißt Deans FCK Editor. Den kann man sich unter dieser Adresse herunterladen. Den Link gibt es wie immer unter dem Video. Und man geht dann hier, muss ein bisschen scrollen. Hier ist der Download-Button, runterladen und in WordPress hochladen. Und ich mache das jetzt hier mal. Ich bin jetzt hier wieder auf meinem Bloggen mit irenewolk.de Blog, lade das Plugin hoch und hatte das hier auf dem Desktop und sage jetzt installieren. Und dann lädt er mir das hoch. Und dann geht es gleich weiter. Wenn er dann mal fertig ist. Aha, er fragt doch nochmal die Verbindungsdaten ab. Jetzt wird erst entpackt und installiert. Ich muss einen Pausenfüller hier spielen. Okay, jetzt endlich aktivieren wir das Ganze. Und jetzt deaktiviere ich mal den TinyMCE, weil ich kann nur mit einem Schreibeditor arbeiten, entweder mit dem oder mit dem oder mit dem standardmäßigen. Ich habe den jetzt aktiviert und gehe jetzt auf Artikel und schreibe einen neuen. An dem wollen wir das ja ausprobieren. Und voilà, wir sehen, der Schreibeditor hat sich stark verändert. Okay, es geht los. Ich schreibe einfach mal einen Artikel. Okay, und jetzt gehe ich immer gerne hier zu diesem Blindtextgenerator und hole mir einen Blindtext. Dann brauche ich da nicht immer irgendwas zu erfinden. Den kopiere ich mir und füge den hier ein. Okay. So, und dann habe ich nämlich hier schon ein bisschen Text und kann an diesem Text halt die verschiedenen Funktionen ausprobieren, die mir dieser Editor bietet. Er hat eigentlich die Standard-Einstellungen wie der normale Editor auch. Er hat zusätzlich dazu die Tabellenfunktion. Er hat auch hier diese horizontale Linie einfügen, was aber mittlerweile der Standard-Editor von... Der TinyMCE, der hat auch diese Linie mittlerweile drin, das ist neu. Man kann hier einen Seitenumbruch und dieses MoreTag einfügen. Man kann Sonderzeichen einfügen und auch so eine kleine Sammlung von Smileys ist dabei. Also das Herzchen zum Beispiel käme bei mir vielleicht öfter mal zum Einsatz. Okay, was kann er noch? Wir haben hier, wir können einen Stil einfügen. Da sind verschiedene Stile vorgegeben, die man eben übernehmen kann. Also sagen wir doch mal, wir markieren jetzt, Moment, jetzt erstmal wieder hier raus, das hier und möchten das in grün. Und dann sehen wir schon, es ist jetzt hier grün markiert. Was gibt es hier noch? Wir können hier ganz normale Überschriften einfügen. Das hat der normale Standard-Editor auch. Na komm. Wir haben die Schriftarten, die standardmäßig im Webdesign zugelassen sind und die praktisch überall gleich angezeigt werden. Jede Sonderschriftart ist da immer ein bisschen schwierig. Dann können wir hier die Größe noch verändern. Achso, Moment, das könnte man vielleicht mal, wir machen mal einen ganzen Absatz und nehmen den mal in 16. Und schon sehen wir, dass die Größe sich verändert hat. Was haben wir hier noch? Wir können die Textfarbe ändern. Das ist eigentlich, okay, den haben wir jetzt rot. Und wir können aber auch den Hintergrund des Textes ändern. Da gibt es auch so ein paar. Und dann sehen wir schon, okay. Also hier oben, das ist das mit dem Stil. Wir können es aber auch immer einzeln einfügen in den verschiedenen Farben, wie wir wollen. Wenn wir uns das Fältchen hier zu klein ist, können wir das auch noch maximieren. Dann haben wir das über die ganze Seite. Und
haben dann einfach mehr Platz zum Schreiben. Das ist wirklich sehr vernünftig, dass man das hier so einstellen kann. Wie komme ich denn hier wieder raus? Gute Frage, wie ich hier wieder rauskomme. Ach so, einfach da wieder drauf und dann ist es wieder klein. Okay? Ihr seht, ich bin auch nicht vollkommen, aber es macht mir totalen Spaß, mir hier diese einzelnen Plugins und Programme anzusehen und dann für euch die Videos aufzunehmen. Ja, okay. Was wollte ich noch? Ach so, ganz wichtig ist mir immer die Tabellenfunktion. Und die haben wir hier. Und die ist sehr einfach auszufüllen. Also wir sagen, wie viele Zeilen, wie viele Spalten, wie breit sie sein soll. Eventuell die Höhe. Und normalerweise ergibt sich die Höhe immer automatisch. Wir können Überschriften angeben, einen Rahmen, wie die ausgerichtet sein soll. Hier nochmal eine Überschrift und eine Inhaltsübersicht und den Zellenabstand. Also außen ist der vom Außenrand und innen ist der Abstand des Textes vom Innenrand der Tabelle. Okay. Also, das ist eigentlich wunderbar. Und wir können ja einfach mal hier, wir fügen die jetzt einfach mal hier ein. Und dann sehen wir schon, voilà, die Tabelle ist eingefügt und wir können jetzt hier rein wunderbar schreiben, wenn wir das wollen. Okay, was kann er noch? Nö, das war eigentlich alles. Also im Prinzip kann er, ja, das gleiche wie der Tiny. Er sieht ein bisschen anders aus. Aber im Prinzip gehen die sich da bei den Funktionen nicht so sehr viel aus dem Weg. Was ich jetzt noch gerne möchte, wäre zum Beispiel mit der Verlinkung. Wir können jetzt hier verlinken auf eine URL, auf eine Zielseite, auf einen Upload, wenn wir die Datei vorher hochgeladen haben. Und dann gibt es auch so eine erweiterte Funktion, aber die ist ziemlich ja, umfangreich, die zu erklären. Also in den meisten Fällen braucht man die nicht. Aber was er jetzt nicht hat, ist die interne Verlinkung. Und das ist schade, weil ich ja immer mal zum Beispiel auf ältere Artikel von mir verlinken möchte und das hat WordPress in seinen Editor ja mit eingebaut und das kann das Ding hier leider nicht. Was es aber kann, ist Anker einfügen. Also man kann zum Beispiel hier Anker einsetzen und dann kann man immer zu diesen einzelnen Absätzen springen mit diesem Anker. Aber wie gesagt, dann muss man auf die interne Verlinkung verzichten. Also irgendwie hat es, glaube ich, noch kein Plugin gegeben, was alle meine Wünsche erfüllt hat. Aber okay, es ist wie gesagt ganz nett. Ich habe hier oben gerade noch gesehen, es gibt Vorlagen. Und im Prinzip ist es einfach nur Bild und Text. Und dann haben wir hier unten Text mit zweispaltig und unten dann kommt eine Spalte. Oder wir haben Text und Tabelle. Also da kann man sich so eine Vorlage auswählen und kann dann anhand dieser Vorlage schreiben. Das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Feature. Schade, dass das mit der internen Verlinkung nicht ist. Das wäre cool, wenn das noch dabei wäre. Vielleicht kommt das ja in irgendeinem Update mal. Das würde mich dann schon interessieren. So, jetzt machen wir einfach mal, wir publizieren das. Das ist ja eh ein Testblock. Da können wir alles machen. Und dann schauen wir uns mal den Blog an und sehen jetzt hier diesen Artikel. Und wenn ich jetzt einen Kommentar hinterlasse, dann sieht man schon, der hat jetzt hier so einen abgespeckten Texteditor. Und den kann man also nutzen, wenn man jetzt einen Kommentar schreibt. Man kann also eine Schriftart festlegen, man kann Fettdruck machen, man kann den Text markieren oder in einer anderen Farbe angeben. Und das ist halt für den, der kommentiert, der kann seine Kommentare einfach ein bisschen aufpeppen mit diesem Editor. Ja, das war's im Prinzip. Das war dieser Texteditor, den ich euch noch vorstellen wollte.
Und es gibt auch noch ein drittes Video, das habe ich schon vor einer ganzen Weile aufgenommen, aber das passt hervorragend jetzt hierzu und das gibt es dann demnächst im Blog. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren mit den Editoren und ja, jeder muss für sich einfach den finden, mit dem er am besten klarkommt und der für seine Bedürfnisse das meiste bietet. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.